Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von CSGO Overwatch mit mir, dem RC. Wir spielen auf. Wir schauen auf Mirage zu. Und wir sind in der Aufwärmphase. So. Maus. Die Hand an die Maus. Und wir werden das Ganze in einem Schnelldurchlauf überspringen. So. Wir haben auch nichts verpasst, habe ich genau gesehen, ihr genauso, alles klar, gut. So, unser Dude geht auf A. Und es wird ein B-Push. Das ist natürlich ärgerlich für ihn. So, Maus aus dem Bild. Er spielt, Alter, seine Maus-Sense, wow. Er ist ein sehr hektischer Dude auf jeden Fall. Das ist schon mal zu sagen. Lass mal auf den gegnerischen Pimmel aimen und dann mit dem ersten Schuss den Headshot drücken. So. Also meine Einschätzung hier, wir haben hier eindeutig einen mit dem Aimlock. Sehr schön. Also, sehr schön wieder. Sehr schön. Man hat sogar beim zweiten Kill richtig gesehen, wie er gelockt hat, weil er einfach nicht mehr weiter... Doch. Er aimt auch, also ich weiß nicht, was er da macht. Also. Zitter, 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 wusch, mit der Maus. Aber in den Kopf aimt, das geht. Alles klar, er kriegt den Deagle-Shot. Er hat auch überhaupt nichts gekauft. Also. Wir sind hier. Autsch. Der war aber auch nicht schlecht vom Gegner, muss man halt tatsächlich sagen. Alles klar, ein Bone-Aim. Er kauft jetzt, aber irgendwie auch nicht full und das ist alles ein bisschen... Hä? Aha, ja, da weiß er, dass man da hingucken kann. Aha, ja. Jetzt wird wieder die Zitterhand benutzt. Also... Geiler Mono. Geile Smoke, hilft den Gegnern. Was? Sehe ich zum Teufel hier? Jetzt komm. Zieh um die Ecke und bäm in den Kopf. Was? Wo hebt ihr denn auch hin? Was? Sicker Kill. Der sah sogar noch tatsächlich normal aus, muss man halt an der Stelle sagen. Er weiß doch, wo der Gegner ist. Ist er eigentlich. Wieder. Also ich habe das Gefühl, wir haben hier mit jemandem, also ich hätte fast gesagt, dass das ein Anfänger ist. Es könnte sogar tatsächlich in irgendeiner Art ein Anfänger sein. Allerdings kennt er die Map ein bisschen. Und er möchte hier einen auf richtig geile Sickle-Deagle-Klicks machen, mit denen er sein nächstes Frackshot-Video macht, was auf YouTube demnächst kommt, was wir uns ansehen werden. Und mit geiler Hintergrund-Dubset-Mucke und geilem Intro, welches 30 Sekunden geht. Wo sein Name so 50 Mal aufblinkt und alle sich so denken, was ein Hurensohn. Ansonsten weiß ich nicht, wie er dieses Frank-Movie drehen möchte, weil er auch mit seinem fucking Aimlock absolut scheiße ist. Und einfach... Ich weiß auch nicht, wo er da halt im Hemd. Also... Ja, der Kill ist schön und der ist halt auch so machbar, aber das ist halt einfach nur aufgrund des Locks geschehen. Und jeder, der gerade eben gesehen hat, wo er da hin aimt, also Richtung Short. Entweder er hat auf Dirk Nowitzki geaimt oder halt auf was anderes, was halt kleiner ist als er selbst. Also es hat keinen Sinn gemacht, ich weiß, aber... Also seine Maus-Sense ist echt... Und wo aimt er denn hin?
Ja. Man muss den Lock noch halt ein bisschen besser einstellen, ne? Und vielleicht nicht, während du läufst, mit der Diege schießen. Glaub mir, das hilft schon mal ungemein. So, wir sehen hier jetzt AWP. Wir sehen hier jetzt, wie er mit einer AWP umherläuft. Das ist wunderbar. Er hat sein Deagle-Fragshot-Video. All das Material dafür schon raus. Und er aimt jetzt dahin. Ist auch nicht geflasht, muss er, ist auch egal. Er trifft ja auch nichts. Weil der Schwede, Mann. Warum? Der Banjo holt er auch rein mit der Diege, weil ich hätte jetzt fast gerade einen Dreifach-Kill gemacht, hat er aber gar nicht. So. Heiliger Schwede, Mann. Also ich finde, er könnte doch seine Essenz ein bisschen höher stellen. Und er könnte doch ein bisschen mehr hin und her zappeln. Also mir fehlt so noch diese richtige Zappelweise. Ich meine, ich spiele ja schon nicht ruhig, aber das ist ja richtig Katastrophe. Oder spiele ich genauso schlimm? Ich weiß es gar nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aimt aber auch, das Model ist doch nicht so hoch, Junge. Du musst doch mit der AWP auch nur in den Brustbereich oder Magenbereich schießen. Du musst doch gleich auf Kopf aimen mit der AWP. Du willst die 430 Schaden oder so ja gar nicht erst machen. Es reicht doch, wenn du den Bodyshot machst und die 100, weiß ich nicht, 17 oder so. Was ist das denn, wenn die Gegner Kevlar haben? Irgendwie so um den Dreh. Es ist ja so der One-Shot. Wisst ihr was, ich liebe auch diese Kommentare, die man ab und zu unter seinen Videos bekommt. Hey, do you need some great non-copyright music for your videos? Wie wär's, wenn ich einfach nein sage? Diese Spam-Kommentare sind einfach absolut schlimm ab und an. Alter. Geil. Ja, geil. Das ist eine Kante leider, tut mir leid. Geil. Reflexe eines jungen Gottes hier. Gutes Smoke. Richtig so. Also, tut mir leid. Fast so sick wie dein Aim. Er spielt einfach mit der Diege den Gegner nieder. Ich glaube, ich habe gerade zweimal niedergesagt, oder? Ist auch egal. Dieser Typ verwirrt mich schon so hardcore, dass das hier nichts mehr, zu retten ist. Das ist jetzt, glaube ich, die letzte Runde. Oder vorletzte. Alles klar, Block Report ist raus, Griefing eindeutig. Nicer, da ist er, Junge. Ey, Mann, der ist so scheiße, dass das schon wieder überhaupt nicht mehr witzig alles ist. Er gammelt ja auch nur. Es ist doch klar, wo der letzte Gegner ist. Die Bombe ist da down, wobei die könnte natürlich noch nicht gesehen worden sein. Aber trotzdem muss der Call schon längst raus gewesen sein, dass der Hurricane halt da auf dem Spot war, beziehungsweise am K. Und er gammelt halt immer noch in der Mitte rum. Der Hoffnung, dass vielleicht ein Geist eines Gegners auftaucht und er ihn wieder snacken kann. Ich glaube, er ist auch mad, weil der Frog die ganze Zeit seine Position anscheinend stiehlt. Deswegen macht er jetzt auch den Teamkill. Noch nicht. Lass uns weiter in die Richtung abaimen. Ja, genau. Weil dein Mate ja auch nicht da ist. Geil, in den Kopf. So, ein Gegner ist noch Palace, der andere läuft jetzt über T-Spawn und verschiebt. Weiß ich nicht, was er da jetzt, ehrlich gesagt, vorhat. Weiß ich nicht, was er da jetzt vorhat.
Das ist auf jeden Fall Griefing. Ist mir auch egal, wenn es sein Mate ist, er kriegt trotzdem mit Griefing gedrückt. Bis zum bitteren Ende hier. Gott sei Dank, er weiß, wo der Gegner ist und er geht down. Ist das nicht schade? Ist das nicht schade? Nein. So. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr der gleichen Meinung seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei diesem Fall, welches ich schon jetzt runterladen kann. Und bis dahin, haut rein und ciao.